Herzlich willkommen zum Konzert Klassik Picknickt aus der Morvilla Freimann, leider nach wie vor digital. Aber wir freuen uns sehr, dass ihr und eure Eltern heute eingeschaltet habt. Mein Name ist Florian Daniel und ich spiele heute Klavier. Mein Name ist Veronika Hofer und ich spiele heute dieses ganz besondere Instrument, das Hackbrett. Nicht zu verwechseln mit dem Küchenutensil-Hackbrett, das ihr vielleicht kennt, wo man Zwiebeln schneiden kann. Aus diesem Instrument kann man sehr, sehr schöne Töne entlocken. Das hört ihr dann auch später. Das Hackbrett und das Klavier sind ziemlich verwandt. Deshalb leitet sich auch unser Ensemblename Duo Battuto davon ab. Battuto heißt geschlagen. Das Hackbrett, seht ihr dann später, wird mit so Schlägen angeschlagen und innen drinnen im Klavier gibt es auch so Klöppel, die auf die Töne schlagen. Heute geht es um eine besondere Reisegeschichte, denn der Leguan, der braucht mal Urlaub. Diese besondere Reise ist musikalisch umfasst worden von Dorothea Hofmann, die tatsächlich selber einen Leguan getroffen hat, und Jutta Drinda, die dann auch einen Leguan gezeichnet hat. Aber Froni, sag mal, hast du schon mal den Leguan gesehen? Mhm. Gibt es die bei uns überhaupt? Naja, ich weiß nicht. Leben die in München? Ich glaube nicht. Ich habe noch nie einen gesehen. Dann schauen wir mal, woher der Leguan kommt und wohin er heute reisen wird. Denn er ist sehr, sehr viel unterwegs. Zunächst stellt sich aber mal die Frage, wo macht man denn Urlaub? Vor allem, wo macht man denn Urlaub, wenn man ein Leguan ist? Finden wir es heraus. Wir begleiten heute den Leguan auf seiner langen Reise durch die Welt. Aber hast du schon mal einen Leguan reisen sehen? Eigentlich nicht. Und die Frage ist, wie reist denn ein Leguan? Braucht er auch ein Flugticket? Vielleicht fährt er als blinder Passagier mit. Aber ich glaube, er denkt noch ein bisschen nach, wohin er reisen will. Ja, richtig. Weil, ich meine, im Urlaub muss man schon ganz, ganz gut planen. Toni, der Leguan hat sich verirrt. Was? Wo? Ja, da war so ein Gestrüpp und der kommt da nicht mehr raus. Oje, er hat sich in den Schlingpflanzen verheddert. Ja, Mist. Schauen wir, ob er es nicht doch irgendwie schafft. Na, hoffentlich. Thank you.
Magst du eigentlich Tee? Sehr gerne. Ich glaube, der Leguan nämlich auch. Und er ist gerade zu Besuch bei einem ganz besonderen Tier. Nämlich beim Ameisenbären. Und da gibt es jetzt einen Tanztee. Also das Tanzen und Tee. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Kombination. Die Tiere dürfen Gott sei Dank noch miteinander tanzen. Nur bekleckern sollten sie sich nicht, denn Tee ist ja heiß. Ja, ich glaube schon. Der isst ziemlich gerne Tortillas, nämlich pikante, also extra scharf. Aber
nach so viel scharfem Essen, da braucht er doch sicher eine Abkühlung. Ja, genau, der Leguan, der geht nämlich baden. Oh, aber da ist so ein ganz, ganz komisches Tier in dem Teich. Hast du das gesehen? Ein Neunauge. Was? Das ist ein Neunauge? Ja, das ist so was ganz Glitschiges, Fieses und Pieksiges. Da muss der Leguan echt aufpassen. Ja, da muss er aufpassen, dass das Neunauge ihn nicht beißt. Vor allem hat er auch noch so eine grelle Badehose an. Oje, das Neunauge sieht ihn sicher. Der Leguan muss sich also gut vor dem Neunauge verstecken und davonlaufen. Zu Gast. Beide sind ja Brillenträger. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man seine Brille verlegt. Oh ja, wie oft ich schon meine Brille gesucht habe, gerade bevor ich aus dem Haus musste. Aber jetzt hat der Brillenbär seine Brille verloren. Oje, was macht er denn? Ja, der Leguan ist da jetzt Gott sei Dank auch kurz vorbeigekommen. Vielleicht hilft er beim Suchen, aber denkst du, die Brille taucht nochmal auf? Ich hoffe es für den Brillenbären, weil sonst wäre es ja kein Brillenbär mehr, sondern nur ein Bär. Oje.
kalt geworden. Ja, immer noch vor allem. Wo ist denn der Frühling? Ja, momentan sind wir ja auch gerade so zwischen Winter und Frühling. Aber das ist dem Leguan doch viel zu kalt. Ja, der kommt eigentlich aus einem sehr, sehr warmen Land. Auf der anderen Seite, er hat ja noch nie Schnee gesehen. Das muss doch ganz toll für ihn sein. Genau, diese weißen Flocken, das ist für den Leguan was ganz, ganz Neues. Aber da kommt was Rotes. Was ist denn das? Oh je, eine Pistenraupe! Ah, dann ist er doch Skifahren. Können Leguane Skifahren? Versuchen kann es ja mal. Hm. Der Leguan ist schon so, so viel rumgereist und immer wieder kommt er an Flughäfen vorbei. Ja, und an Flughäfen, da gibt es was ganz Besonderes, was ihm viel Freude macht, die Rolltreppen. Genau, er fährt da stundenlang auf und ab mit diesen Rolltreppen und es wird ihm überhaupt nicht langweilig. Aber nicht, dass ihm schwindlig wird. Oh, hoffentlich nicht. Vor lauter Rumreisen ist der Leguan jetzt aber wirklich froh, dass er endlich nach Hause kann, ins wunderschöne Brasilien. Und der Sternenhimmel dort, der ist noch viel schöner. Aber Froni, wusstest du, dass der Sternenhimmel dort ganz anders aussieht als bei uns? Hä? Ja, doch. Allein schon die Mondsichel, die ist verkehrt herum. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Sternenbilder, die wir kennen, die sind an ganz anderen Stellen. Und beispielsweise das Sternenbild des Orion, also die drei Gürtelsterne vor allem, die ganz prägnant am Nachthimmel zu sehen sind, die gibt es dort natürlich auch. Aber die sind viel heller, viel schöner. Und deswegen heißen sie dort auch anders. Sie sind benannt nach drei wunderschönen Frauen, die Astres Marias. Und der Leguan, der freut sich, dass er wieder was Vertrautes an diesem schönen Sternenhimmel entdeckt und legt sich jetzt zum Schlafen. Musik.
liegt da so unter den schönen Sternenhimmel Brasiliens. Da träumt er von einem wunderschönen Ort, nämlich dem Schlaraffenland. Weißt du, wo das ist, Florian? Keine Ahnung, in Brasilien? Nee, ich glaube, das Schlaraffenland, das ist ein Traumland. Da kann eigentlich jeder und jede hin, wenn man genau weiß, wo man hin soll. Das Schlaraffenland ist ein schöner Ort, da gibt es allerlei Kuchen und fliegende Brathähnchen und Salat und alles, was man sich vorstellen kann, gibt es da zum Essen. Also viele Hauptspeisen und auch eine Nachspeise. Jetzt ist der Leguan vor lauter wundervollen Träumen von diesem schönen Essen aufgewacht und er findet sich am Rande eines ganz, ganz wundersamen Blumengartens. Genau, der Garten der sprechenden Blumen.
Und dass er diesen schönen Garten besser sehen kann, steigt er auf einen Hügel hinauf. Und da trifft er nicht nur auf Alice aus dem Wunderland, sondern auch auf das weiße Kaninchen. Aber, Froni, Blumen können doch gar nicht sprechen. Ich glaube, in diesem besonderen Garten schon. Ja, dann hören wir mal hin, was denn die Blumen so zu erzählen haben. Thank you.
Woche. Sehr herzlich für die schöne Musik von Dorothea Hofmann und für die Illustration von Jutta Drinder, die dem Leguan beide auf ihre Art und Weise eine schöne Reisegeschichte konzipiert haben, die wir jetzt auch miterleben durften. Wir hoffen alle, dass ihr und sie vor den Geräten zu Hause gesund bleibt. Wir freuen uns sehr, wenn es wieder weitergehen kann in echt. Und hoffen, dass kulturelle Angebote genauso wichtig sind wie uns. Insofern sind wir auch dankbar, dass Sie Ihren Kindern heute ermöglichen, dieses Konzert anzuschauen. Denn Kultur, das ist leider mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr. Bleiben Sie, bleibt Ihr gesund und hoffentlich bis bald.